Yo, meine Freunde, und herzlich willkommen auf dem Players Hub Channel. Ich bin euer Silphi und ich habe per Zufall diesen komischen Koreaner entdeckt. Und zwar spielt er Top-Lane-Ringer, hat immer Conqueror dabei, beziehungsweise er hat so, ich würde mal sagen, 90% Conqueror dabei. Und der hat einfach ein super komisches Bild. So, seine Runen sind also ne, Precision mit Conqueror, Triumph, Alacrity, Coup de Grâce, geht dann in den Domination-Baum rein mit Sudden Impact und Relentless Hunter. Der Typ ist fucking Mental Man. Der hat 753 Games und ist auch relativ High Elo in Korea. Er ist 71 LP Master mit 753 Ranger Games und danach kommt Nahm mit 82. Also der ist legit ein One-Trick und ich habe ihn nur per Zufall entdeckt und ich wollte mir eins seiner Games angucken und ich dachte mir, ey, vielleicht ist es auch für euch sehr interessant. Oh mein Gott, er benutzt den hässlichsten Skin der Welt. Okay, ich dachte mir, vielleicht ist es auch für euch interessant, sich das Ganze mal anzugucken. Spielt ihr das Ranger gegen Cho'Gath Matchup? Ist im Early Game sehr gut machbar für Ranger. Später wird es zu einem Problem. Also, je nachdem halt, was er sich kauft. Wobei ich auch sagen muss, ich kenne es nicht ganz mit Conqueror aus. Ich würde aber sagen, so ab spätestens, allerspätestens Level 11, ist Cho'Gath stärker als Rengar. Aber wir schauen hier einfach mal rein. Er hat einen kleinen Vorteil, Leute. Er hat ein ziemlich gutes Team. Beziehungsweise er hat nochmal einen Ivan im Team, der ihn hier ziemlich gut enablen kann. Ich habe auch mal seine Item-Builds angesehen. Der Typ ist weird, Leute. Also, I don't know. Irgendwie sag ich, yo, das ist cool, das macht Sinn. Andererseits denke ich mir so, okay. Gut, schauen wir uns die Lane. Oh, hat sie verkackt, aus dem Gebüsch zu jumpen. Kann passieren, stackt hier schon mal seine Frosty bis nur. Sehr guter Trick hier von ihm, by the way. Ich persönlich mag das auch, mir die Range-Minions hier immer zuerst zu so snacken, weil der Gegner läuft ja meistens so die Mini-Minions vor. Und wenn man mit einem Gegner tradet, ist es so, die Range-Minions machen einem immer Damage, weil sie auf Range-Damage machen. Dadurch, dass er sie jetzt schon mal hier ein bisschen abfarmt, kann er, wenn er für den Trade reingeht, auf jeden Fall schon mal den Damage, den er bekommt, massiv reduzieren. Weil Mini-Minions müssen einen chasen. Oh, geht hier rein. Ortec-Q-Ortec-Kombo lohnt sich nicht so zu traden. Das lohnt sich nicht. Also, theoretisch lohnt es sich schon so zu traden. Das, was er hier macht, ist eine Rengar-Strategie. Im Normalfall lohnt es sich nicht so zu traden. Was er aber jetzt macht, zumindest denke ich mir, das ist, er haut den Cho'Gath schon mal runter auf 60%. Er ist selbst auf 50%, würde ich jetzt mal sagen. Aber das Ding ist, wenn er jetzt mit 4 Pharaoh Double Q auf den Cho'Gath draufspringt, kann er ihn ja eigentlich ziemlich nass machen. Hält sich auch selbst in Combat, springt. Oh, okay. Nein, eigentlich nicht. Oh, nee, wobei, ich denke mal, er hat hier auf das Conqueror gewartet. Springt hier drauf, Q, into noch eine Q. Conqueror ist geblockt mit der Pharaoh Q zusammen und kann jetzt ziemlich gut Damage machen. In diesem Fall hier ist es in Ordnung. Im Normalfall, Leute, macht ihr das nicht gegen Cho'Gath, weil ihr müsst eigentlich Cho'Gath konstant aus der Minion-Wave raussauen, um ihn auch wirklich die ganze Zeit low zu halten. Das ist der Counterplay gegen Cho'Gath. Seine Heilung kann halt echt nervig sein, aber der Counterplay, den ihr benutzen solltet, ist es wirklich zu sagen, ey, ich zone ihn weg von der Minion-Wave. Okay, das mit dem Last hat er wohl nicht so gut. Oh, nochmal gerettet. Aber trotzdem schon sehr, sehr viel CS verkackt. Oh, da kann er nicht unbedingt drauf gehen. Er muss Pharaoh stacken. Er muss vorher Pharaoh stacken. Da gibt es keinen anderen Weg dran vorbei. Das kann er nicht gegen Cho'Gath traden. So. Er muss ihn so hart all in, dass Cho'Gath sagt, okay, komm, ich gehe da nicht mehr rein. Ich gehe auch nicht mehr in die Minions rein. Ich lasse mich raus. Aber der Vorteil ist schon mal, Cho'Gath hat zwei seiner Heatboss verloren. Hat doch die Minion. Leute, als Ringer wollt ihr die Minion Wave immer circa hier halten. Das hier ist der perfekte Spot. Weil der Gegner kann nicht rankommen. Und wenn er rankommt, dann springt ihn an. Und ihr seid auch nicht zu weit weg vom Gebüsch. Wenn ihr jemals, ne, jemals weiter als von dieser Linie seid, dann seid ihr echt am Arsch. Weil dann ist der Gegner zu nah am Tower dran, selbst wenn ihr ihn anspringen könnt. Was das Combo ein bisschen schwieriger macht. Nein. Er wird nicht mit ihm traden. Du musst das Kennedy mitnehmen. Oh shit, da hat er sich ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Er hat seine Frosty verloren. Er hat seine Frosty verloren. Hier wird auf der Lane. Ich frage mich, ob er den Cho'Gath überhaupt töten wird. Ich frage mich, ob er ihn überhaupt töten wird. Okay, er lässt sich hier zonen. Ich gehe mal davon aus, dass er Angst vor der Talia hat, aber den wird er nicht mehr umbringen. Das kann er komplett knicken. Er kann zwar versuchen zu traden, was ich ihm nicht empfehlen würde, aber der Cho'Gath wird sich zu so hochhalten. Das Ding ist, Leute, wenn wir jetzt traden, erstens, der Gegner hat viel mehr Minions, das bedeutet, er wird sehr, sehr viel Damage abbekommen, weil Minion-Damage schon sehr, sehr hoch ist und weil die Wave so oder so schon zu Rengar hinpusht, heißt das, dass Cho'Gath so oder so den Farm hier bekommen wird und das bedeutet, er wird sich hochsustainen. Hier jetzt zu traden wäre todesbehindert. Was er versuchen könnte, ist es, die Wave gegen zu pushen. Oh, nimmt nicht den Trade. Ihr seht das jetzt. Cho'Gath pusht jetzt so oder so ein. Das heißt, er heilt sich hoch. Oh, Ivan kommt. Springt. Oh, sehr schönes Setup. Hier kann er es doch mal. Oh, nein. Okay, smart vom Cho'Gath, hier schon mal zu flashen.
Die Wave einpushen. Komm, call an Jungler. Push das hier noch ein. Wow, das... Okay, schauen wir... Nein, Leute! Nein! Ey, ich hasse es, wenn ich mir Replays so vom Client holen muss. Aber das ist kein Problem. Wir machen es einfach eben nochmal auf. Da können wir auch wieder reingucken. Ich kann es leider gerade nicht cutten. Ich bin nicht an meinem eigenen PC. Aber ich wollte euch einfach nochmal diesen Trade zeigen, warum ich ihn gut fand, beziehungsweise auch warum ich ihn schlecht fand. So, wir sind jetzt auch eben wieder am Loading Screen. Bevor, also ich denke auch, dass mich einige fragen werden, Steve, was hältst du von Conqueror? Darkstar Cho'Gath hat einen Border? Ey, das wusste ich gar nicht. Ich finde, das Splash sieht voll cool aus. Das könnte so eine Yu-Gi-Oh-Karte sein oder so. So, warte, was wollte ich jetzt mal gerade sagen? Okay, wir waren bei circa bei Minute 4. Worüber habe ich eben nochmal geredet? Conqueror ist halt okay in Tank-Matchups, aber ich sehe immer noch persönlich sehr, sehr viel Nutzen, einfach da drin Fleet Footwork mitzunehmen, beziehungsweise Grasp mitzunehmen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es jetzt vorher oder nachher hochlade. Nee, es wird nachher sein. Ich habe vor dieser Aufnahme ein Ranked-Game gemacht mit Ringer, wo ich mit Dinges gespielt habe. Oh, da muss ich doch eben einmal schnell nachladen. Wo ich mit wieder angefangen habe, mit Grasp zu spielen und nicht mehr mit Fleet Footwork. Okay, wir wissen jetzt auch bestimmt, dass wir nicht zurückspulen. Achso, stimmt, habe ich völlig vergessen zu erwähnen. Ich bin kein Fan vom Doran Shield. Cho'Gath ist ein Matchup, was Rengar vor 6 sehr hart, also wirklich sehr, sehr hart abusen kann. Und dadurch, dass er das Dingens mitnimmt, das Doran's Blade, kann er das nicht mehr so gut abusen. Es gab nämlich ganz am Anfang die Stelle, wo das halt sehr, sehr close war. Beziehungsweise auch jetzt hier. Wenn er jetzt gleich versucht, ihn zu All-In. Ich möchte diesen All-In nochmal kurz mit euch durchgehen. Okay, er springt eh drauf. Hat die schon mal 2 Ferocity? Ist sehr, sehr wichtig. Kommt drauf, macht Auto-Tech Q. Warum wirft er nicht schon direkt seine Bowler in der Luft? Hätte man jetzt viel smoother hier chain können, weil jetzt ist er nämlich nochmal kurz in dieser Animation mit drin. Okay, tankt in den Tower. Eigentlich hätte, ab jetzt hätte er rausgehen sollen. Nachdem er seinen Fero hoch raus hat, hätte er rausgehen sollen. Aber, was war denn das? Ich glaube, es war Talia. Aber wenn er jetzt nicht das Blade dabei gehabt hätte, hätte er ihn jetzt sehr hart gefickt. Die Wave steht scheiße, die Wave steht scheiße, oh mein Gott, die Wave hier steht extrem scheiße. Hätte er das vorher mal reingepusht, hätte er zurück auf die Lane laufen können, ohne sein TP benutzen zu müssen. Okay, jetzt muss er das einmal hart reinpushen. Ey Leute, tut mir leid, ich bin jetzt aber nicht mehr in der Lage, irgendwie zurückzuspulen, weil ich habe dieses Replay nicht über den Client, sondern über OPGG und das spackt irgendwie dann manchmal rum. Ich kann mal keinen koreanischen Account machen. Das hier muss er schnell einpushen. Er hat gesehen, dass Talia hochkommt. Scheiß auf den Cho'Gath, scheiß auf den Cho'Gath, push das ein! Er hat Talia gesehen, Leute. Da ist eine Ward. Im Jungle-Eingang. Ich meine, schön und gut, dass er getradet hat, ne? Okay, jetzt hat er lag. Talia wird jetzt hier durchgenommen. Er hat jetzt hier sehr, sehr, sehr viel Pressure. Wow, er hat sein Ferrospell benutzt. Das war blöd von ihm. Das war echt blöd von ihm. Jetzt ist hier die Wave nämlich auch in einem ziemlich blöden Spot. Das Kennemining geht weg. Er kann das hier ein bisschen. Er kann versuchen, es zu diven. Jetzt ganz ehrlich, Leute, er kann es versuchen. Problematik aber, die kommen könnte, ist, Cho'Gath knockt ihn ab und er verreckt. Mal gucken, ob er dafür gehen wird. Ich würde es nicht machen. Okay, ja, jetzt ist Cho'Gath auch Level 6. Er hätte davor seine Chance gehabt, das zu diven. Hätte er die Wave nicht instant reingepusht, dann hätte er sie geslowpusht und wäre dann mit Ulti auf Cho'Gath draufgegangen. Der dann ja noch zu dem Moment Level 5 gewesen wäre, weil das kenne ich mir, der nicht so früh im Tower gestorben wäre. Lass mal auch nochmal gleich drauf achten, was du als zweitens magst. Achso, die Items von diesem Dude, ja, sind weird. Er holt sich Barmy Cinder meistens und baut es nicht immer in ein Sunfire aus und geht dann auf Titanic. Okay, tradet hier wieder rein. Lohnt sich nicht zu traden. Er müsste ihn wirklich komplett einmal committen und ihn umbringen. Weil diese, wie das Beispiel, diese Wave pusht zu Rengar rein. Das heißt, selbst wenn er ihn poked, was schön und gut ist, ne? Er poked ihn so, ist halt nice. Aber die Wave pusht, das bedeutet, Cho'Gath wird immer an seine Heilung rankommen. Es sei denn, er... Wow. Es sei denn halt, er verscheißt es. Oh mein Gott, Cho'Gath verscheißt es. Leute, Korea, by the way.
Korea, by the way. Das war echt bad gemacht von ihm. Ich weiß nicht, warum Cho'Gath so nah am Gebüsch stehen bleibt. Leute, wenn ihr gegen Rengar spielt, ja, und angenommen, ihr bleibt hier stehen. Der Rengar geht immer wieder ins Gebüsch rein, springt euch an und kommt mit euch. Wenn ihr schon ein bisschen weiter rechts steht, ist die Distanz zum Gebüsch schon viel weiter weg, dass es sich für Rengar vielleicht gar nicht mehr lohnt, wieder ins Gebüsch reinzugehen, sondern er muss nach hinten hingehen, um dann wieder ins Gebüsch zu gehen, um dann wieder auf euch drauf zu jumpen. Wow. Also ich fand, dass Garbage spielt. Zu den Barmis. Ich habe ja früher damals diesen Rengar Style. Ich glaube, ich habe ihn erfunden in Season 5 oder Season 4. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ah ja, schon LC Titanic. Ich bin Sunfire into Trinity damals immer gegangen. Der Grund dafür, warum ich das damals gemacht habe, war einfach, dass du damit um einiges tankiger warst und auch nochmal etwas Damage bekommen hast. Ich glaube, seitdem wurde das Barmis aber genervt. Es hat mehr Damage gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber der Hauptgrund, warum er das macht, den ich mir zumindest denke, ist, es kostet nur 900 Gold und gibt ihm dafür eigentlich gut Leben und auch gut extra Damage, in Anführungszeichen, sag ich mal. Weil die meisten Champions haben sehr wenig Base MR und kriegen auch sehr, sehr wenig MR pro Level. Bei Cho'Gath sollte das nicht unbedingt der Fall sein, aber der Hauptpunkt hier ist einfach, es kostet 900 Gold, wobei ich mich dann frage, warum sagt er sich nicht, ey, anstelle des Barmis, ich hol mir ein Kindle Gem rein. Kindle Gem gibt, glaube ich, auch. Wie viel Leben gibt Kindle Gem gerade? Scheiße, weiß ich gerade nicht genau. Ich glaube, 200 Leben oder so. Kostet 50 Gold weniger. Ich glaube, es war 850 Gold, wenn ich mich nicht irre. Und halt nochmal extra 10% Cooldown Reduction. Es kann aber sein, dass er hier zu sich selbst sagt: Scheiß auf Cooldown Reduction. Also, er max Q und dann W. Ich will lieber nochmal diesen extra Damage haben. Was ja auch okay ist, ne? Was ja auch. Was war denn das für eine Drecks-Kombo? Holy shit, das war so schlecht getradet. Was machst du, Digga, Bro? Fam, geh raus. Das war nicht geordert Reset. Er hat einfach stumpf sein Damage drauf gemacht. Und hier wieder das Problem. Cho'Gath kann pushen. Wenn Cho'Gath den Push hat, kann er sich auch immer wieder hochheilen. Er hätte warten sollen. Er hätte hinten drauf warten sollen, bis die Wave reinpusht. Damit er sie dann unter Tower abfarmen kann. Damit er dann wieder zurückbouncen kann und dann die Kontrolle über die Gebüsche bekommt. Oh, Leute. Oh, Leute. Das war eine sehr, sehr frühe Ulti vom Cho'Gath. Rengar wird turn. Rengar wird turn. Wenn er die Q gesidestep bekommt, tötet er den. Oh, nevermind. Oh, nevermind. Ja, ich sehe auch jetzt gerade. Cho'Gath hat bereits seine Tabis fertig. Und jetzt haben wir schon diesen Punkt. Cho'Gath ist Level 9. Er hat sein Lead nicht wirklich bekommen. Und seriously, Leute, ich blame dafür. Also, es gibt auch einige Sachen, wo ich sage, okay, komm, warum hat er diesen Fight genommen? Aber das war jetzt nichts Großartiges. Aber ich bin echt der Meinung, hätte er sich gesagt, ich nehme das Doran's Blade, und hätte er zwei Möglichkeiten gehabt, ihn umzubringen. Und selbst mit dem Shield, es kann aber auch natürlich auch sein, dass er dieses Matchup nicht oft spielt und deswegen vielleicht nicht großartige Erfahrung dagegen hat, ne? Einmal das, und er hätte kurz bevor Cho'Gath sein Level 6 bekommen hat, eine sehr gute Möglichkeit bekommen, ihn zu diven, die er einfach nicht ergriffen hat, weil er die Wave nicht gut gespielt hat. Push das rein. Keule, push das komplett rein. Du hast keine Chance mehr gegen den. Push das rein und schau nach, ob du irgendwie roam kannst oder sowas. Vielleicht kann der Teamfight wieder etwas recovern. Aber so wird er nichts machen. Oh, das ist aber nett. Ey, warte mal. Ich glaube, ich weiß, warum er sich das Barmis holt. Reine Vermutung. Und zwar, wenn er. Nee, aber das macht gar keinen Sinn. Ich wollte gerade sagen, wenn er Doppel-W macht, fehlt ihm immer noch etwas Damage, um die Minions umzubringen. Dass er sich dann sagt, okay, komm, Barmis mit dem AOE. Soll das Ganze ein bisschen auslächeln. Aber er hat sich auch nochmal Tiamat geholt. Nee, I don't know. Oh. Das riecht nach Gank. Hier ist wieder das Setup vom Dingens da. Aber wir dürfen nicht vergessen, Leute, sie haben Double Wrap-Off. Der Snare, der sitzt. Ah, der sollte eigentlich tot sein. Der sollte tot sein. Daisy kann das auch nochmal tanken. Hier nochmal weiteres Setup vom Ivan. Easy going, Leute. Das fühlt sich so dreckig an. Ich meine, ich sag ja auch immer, Rengar ist stark, wenn er seine Ulti hat oder wenn er in Gebüschen fighten kann. Und wenn die Gebüsche mit ihm mitkommen, ist halt free, oder? Ne? Okay, die Wave können wir auch nochmal einpushen. Wow, die machen viel mehr Damage am Tower als ich. Die Towers bestehen aus Papier, Mann. What the fuck? Okay, das ist ein sehr guter Lead für ihn. Wie viel Gold hat er? Er hat 2000 Gold auf Tasche. Reicht das aus wie Instant Titanic? Oh, okay, so. Ich habe vor, lass mich mal lügen, vor 2-3 Wochen habe ich ein Rengar-Game gemacht. Das war während des Bootcamps. Da habe ich mir auch Titanic zuerst geholt. Es gibt einen sehr krassen Extra-Burst, wenn man das richtig benutzt.
Oh, wie wir ihn hier auch eben gesehen haben. Okay, das ist so busted. Ich frage mich, ob die actually pre-made sind. Jetzt, seriously, ich frage mich, ob die pre-made sind. Aber schöner Roam, hatte nämlich nochmal genug Wave-Zeit von oben gehabt. Und kann jetzt zurück, um das Ganze hier wieder ausfahren. Ey, was fahren denn hier die ganze Zeit für Trecker vorbei? What the fuck? Okay, komm, drei gleichzeitig? Come on, mate. Okay, pusht aus die Scheiße. Oh komm, wir haben nicht noch ein Vierter. Wo ist der Fünfte, hä? Hä? Wo ist der Fünfte, Leute? 1v1 me. Okay. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was abgeht. Move zur Botlane-Keule. Move zur Botlane-Keule. Oh, super. Wow, okay, er hat hier seine Fero-Kuh nicht gezogen. Leute, merkt euch mit Rengar, wenn ihr 4 Fero habt und ihr sie nicht mal braucht, benutzt einfach eure Fero-Kuh. Nicht nur für extra Movement Speed, sondern es kann ja vielleicht sein, dass in den nächsten paar Sekunden euer Gegner nochmal in Range kommt oder so, dass ihr dann einfach schon nochmal direkt eine Fero-Q ready habt. Oder halt W, wenn ihr unbedingt wollt. Ich würde euch aber im Normalfall immer Q empfehlen. Nicht die E, weil die E hat eine Cast-Animation. So, das bedeutet, wir können mit Fero-Q, extra Movement Speed nochmal schnell rumlaufen. Oh mein Gott, Leute, das muss Heaven sein für ihn. Das muss legit Heaven sein für ihn. Okay. Er kann Base gehen. Ich würde gerade sagen, er kann eigentlich nochmal eine Botlane-Wave farmen. Spectral's Kaul. Also geht ich hier schon mal direkt in eine etwas um einiges mehr tankige Richtung, als ich hier selbst spiele. Ich bin ein großer Fan von Black Cleaver Trinity oder Black... Nee, von Titanic Cleaver oder Titanic Trinity. Oder? Doch, so ist richtig. Er sagt sich dann wohl eher, ich gehe wohl etwas mehr tanky. Das könnte wahrscheinlich daran liegen, dass sein Team vielleicht bereits sehr viel Schaden hat, ne? Mit Cassio und ich dachte, er hat kein Team. Der meint. Jo, das sieht irgendwie komisch aus. Wirf Bola, mach Spells. Hä? Okay. I do not understand this. Holy shit, die Kaisers gefiel, die sehe ich jetzt gerade. Ja, vielleicht sagt er sich, ich habe bereits genug Damage im Team oder ich will mein Team mehr Frontline geben. Irgendwie sowas kann ich euch jetzt nicht genau sagen, was er sich da denken könnte. Aber ich habe an sich kein Problem damit, dass er sich sagt, ich gehe auf etwas mehr MR. Weil wir dürfen eine Sache nicht vergessen, Leute, er hat Conqueror dabei. Das bedeutet, er hat mehr extra Damage zur Verfügung, als man sonst hat. Oder zumindest, als man das sonst kennt. Oh, TP auf die Toplane. Nice, um Cassio zu helfen. Nochmal Cancel, um einen Cooler wieder zu bauen. Ist gut, kann man machen. Aber warte, ich kann mir jetzt hier den Kittle-Jam angucken. Okay, ich habe genauso viel Leben, nur ich bekomme nochmal extra CDR. Zudem auch kann er mit dem Kittle-Jam was anfangen. So hätte er gesagt, okay, komm, gut, ich gehe auf Sunfire als erstes Item. Da kann er natürlich das Barmis weiter ausbauen. Jetzt hat er hier 900 Gold in ein Item reingesteckt, was er nicht mal weiter ausbauen möchte, was von den Stats her, die es gibt, vielleicht nicht unbedingt besser ist als das Kindle Jam. Aber ich gehe halt davon aus, dass Barmis war einfach nur für etwas mehr DPS während den Fights, wovon ich nicht so viel halte, weil ein Kindle Jam ihm eigentlich mehr DPS gibt, wenn er 5 Sekunden im Fight ist, glaube ich, irgendwie sowas. Oh, geht hier rein? Mit der Doppel-W kommt ihr hier raus. Kaiser, ne, die zieht ihre Ulti. Flash weg. Geht. Oh, Leute, das war ein bisschen sehr deep. Das war sehr, sehr deep. Das hätte man langsamer ausspielen sollen. Er hatte nämlich keine Vision im gegnerischen Jungle. Er wusste nicht, wo die Gegner sind. Unser Team war halt auch schon gerade auf dem Weg. Dass man stirbt, ist nicht immer was Schlechtes. Die Frage ist nur, wofür sterbe ich? Ja, als Beispiel. Verreckt ihr, damit euer Team clean-upen kann? Ja, oder verreckt ihr, weil ihr euch habt catchen lassen? Im Endeffekt seid ihr bei beiden Stellen tot. Das eine ist aber besser als das andere. Leute, Joker kommt nicht weg. Das ist immer so scheiße, wenn du einfach einen immobilen Champ spielst und dich einfach nur komplett durchfisten lässt. Hat sich auch für das blaue Trinket entschieden. Kann ich an dieser Stelle auf jeden Fall verstehen. Er hat einen Ivan im Team. So, und da kann es sein, dass er mal ein Gebüsch hat, aber dann keine Vision auf den Gegner, sodass er dann hier jetzt die Möglichkeit hat, einfach sein in ein Gebüsch reinzugehen. Das Blue Trinket zu ziehen, also in den Gebüsch von Ivan und dann weiter zu springen. Ich glaube, es hat auch weniger Cooldown als das Yellow Trinket, oder? Lass mal kurz nachgucken. 122 Sekunden Cooldown versus 155 Sekunden Cooldown. Okay. Genau, push Bot aus.
Warum pusht er nicht weiter? Die Gegner sind alle oben. Okay, er wollte wahrscheinlich die Visage beenden. Ah, ne Mann, er hat keinen Teleport, Leute. Ich bin behindert. Er musste weggehen. Okay, er hat Visage. Ist ja generell sehr, sehr gut. Die Gegner haben echt viel Magic Damage. Okay, kommt hier rein. Oh, sehr schöner Double Jump. Sehr schöner Double Jump. Wow, er hätte springen können. Okay. Okay, das ist so Hurensohn, Leute. Das ist legit so dumm Hurensohn. Ich brauche einen Ivan Premade. Nice Jump auf die Dingens. Poppt seine Ulti. Sollte ja auch auf jeden Fall rankommen. Egal, ob sie ihn wegging oder nicht. Wow. Wow, so viele Gebüsche. Und dann, ich wette, er spielt hier gerade mit einem halben Ständer. Oh, ist das die Kaiser? Oh, Kaiser, komm. Oh, Talia kommt hier auch, blockt hier die ganze Scheiße. Aber er kann ja schon mal ziemlich viel Damage tanken. Mit einer Doppel-W kann er sich auch noch mal ziemlich gut hochhealen. Er muss wahrscheinlich nur versuchen, hier ein bisschen Zeit rauszuholen und überlebt das auch noch. Scheiß Ivan, Alter. Scheiß fucking Ivan. Geht in die Base, gönnt sich. Gönnt sich. Sag mal, hat er schon immer. Wann hat er Tabi? Warum entscheidet er sich für Tabi? Es wundert mich ein bisschen. Cho'Gath Magic Damage, Talia Magic Damage. Irelia, okay, sie hat Physical Damage. Kaiser Magic Damage, okay, sie hat auch ein bisschen Physical Damage, aber das Magic Damage hat sie halt tausend Mal mehr. Und Rakan mit Magic Damage. I don't know. Me no entiendo. Ob er sie noch bekommt? Doch, die kriegt er. Der easy. Besonders auch hier mit dem Conqueror Proc. Hat sie Styrax? Oder doch, sie hat Styrax. Okay, okay, Moment, Moment. Ich muss jetzt sagen, hätte er hier nicht Tabi gehabt, wäre er gestorben. Das heißt aber, er baut Sunfire aus? Okay, das kann ich jetzt nicht verstehen. Ich finde, das Item ist kompletter Müll. Okay, dann geht jetzt das weg, was ich über das Barmis gesagt habe. Ich bin trotzdem der Meinung, dass Kindle Gem besser ist vor dem Barmis. Aber wofür Sunfire? Was sind schon extra 41 Magic Damage? Like, why? Er braucht ja nicht mal richtig Armor in dem Game. Er hätte sich sagen können, okay, komm, scheiß drauf, ich hole mir ein GA, ich habe Tabis, ich habe genug Armor. Stimmt ja auch so. Mehr Armor brauche ich auch nicht in diesem Game. Ich finde, das ist ein Waste. Ich sehe auch keinen Sinn da drinne. So, selbst wenn er gesagt hätte, okay, komm, mein Team braucht Magic Damage, was sich auch so schon ein bisschen blöd anhört, I don't know. Oh, nice. Schöne Flash nochmal ins Gebüsch rennen, um an die Talia ranzukommen. Ich glaube aber, das hätte er gar nicht mal machen müssen. Oh, TP zur Botlane. Um Kassel zu helfen. Nice. Ich will echt wissen, ob die Premates sind. Yo, Leute, unable to spectate. Kommt im Normalfall meistens dann, wenn die Games FF werden. Deswegen denke ich auch mal, jetzt gehe ich jetzt auch mal einfach davon aus, dass die Gegner jetzt das Game FF haben. Ach, schon haben sie sogar auch. Das Game geht original 27 Minuten und 37 Sekunden. Das heißt, wir sind nur noch 37 Sekunden davon entfernt, dass dieses Game hier beendet wird. Aber ja, war sehr interessant zum Anschauen. Ich finde sein Bild nicht scheiße. Ich sehe den Sinn dahinter. Ich finde es auch interessant. Ich glaube, ich werde es auch vielleicht mal selbst ausprobieren. Wobei ich der Meinung bin, es funktioniert nur mit einem Ivan. Also jetzt auf erste Sicht. Aber es ist auch ähnlich wie mit Fleet Footwork. Ich war auch am Anfang sehr dagegen. Ich habe es ein, zwei Mal gespielt. Ich habe es gar nicht gecheckt und so. Aber mittlerweile benutze ich das auch sehr, sehr oft. Ich denke mal, ich werde ein bisschen herum experimentieren. Zumindest gegen Tank-Matchups. Gegen Carries sehe ich da nicht wirklich viel Sinn drin, weil ich kann die. Weiß ich nicht, ich sehe da persönlich einfach nicht allzu viel Sinn drin, ne? Aber ja, Leute, ihr könnt wie immer eure Meinung in die Kommentare reinschreiben. Ich bin dann auch erstmal weg. Tschüss, tschüss, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.